Hallo meine Lieben und willkommen zurück in der Hobby-Ecke. Und einen schönen dritten Advent wünsche ich euch, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch gut und ihr hattet ein schönes Wochenende. Für mich ist heute erst Donnerstag, der 8. Dezember. Der Arbeitstag ist mal wieder geschafft und ihr könnt mir heute Abend noch mal so ein bisschen über die Schulter schauen bei einem ganz gewöhnlichen Donnerstagabend bei mir in der Hobby-Ecke. Bevor es so richtig losgeht, wollte ich mich erstmal bei euch bedanken für die vielen lieben Zuschriften, für die ganzen lieben Kommentare, für die Daumen nach oben, für die neuen Abonnenten und die allzeit so zuverlässige Unterstützung von eurer Seite. Ihr habt mir ganz oft geschrieben, dass ihr euch sehr freut, dass ich Vlogmas-Videos mache, dass das für euch eine Auszeit ist, dass ihr auf die Donnerstage und Sonntage hinfiebert und euch schon freut, wenn ihr wieder ein Video von mir sehen könnt. Ja, ich kann das immer noch nicht glauben, dass es da draußen tatsächlich Leute gibt, die sich meine Hobby-Ecke so gerne angucken. Und es freut mich wirklich sehr und es beseelt mich und füllt mein Herz mit Freude, dass es da draußen Menschen gibt, die mir wohlgesonnen sind. Und die wiegen immer wieder die Menschen auf, die meinen, mich ärgern zu müssen. Und das ist einfach schön, dass ihr da seid und dass ihr immer wieder einschaltet, dass ihr eine gute Zeit habt. Das ist natürlich auch besonders schön. Deswegen mache ich das Ganze ja hier, um für uns alle so einen gemeinsamen Ort zu schaffen, um so ein bisschen die vorweihnachtliche Zeit zu genießen. Ja, wenn ihr dieses Video hier seht, dann ist der Vlog von Quedlinburg schon lange vergessen wahrscheinlich, aber der kommt heute Abend noch online. Und am Nikolaustag, am 6. Dezember, vor 2 Tagen, war ja das Shop-Update und auch da möchte ich mich sehr für eure Unterstützung, für eure Wertschätzung vor allen Dingen bedanken bei denjenigen, die eine Tasche ergattert haben in diesem letzten Shop-Update dieser Art. Es ist nicht immer ganz einfach, so einen Etsy-Shop zu haben, da Produkte zu produzieren, Preise festzulegen und ja, das Ganze zu verwalten. Aber immer wieder, wenn ich eure Kommentare lese, dann weiß ich wieder, wofür ich das mache. Und es gibt da draußen einfach so unglaubliche Menschen, die eben so winzig kleine Labels wie eben auch das Art van Draat-Label unterstützen, indem sie die Produkte kaufen, die ich hier so, ja, werkele, diese kleinen, winzig kleinen Kunstwerke an Projekttaschen, wie ich immer so schön sage. Ja, das freut mich einfach wahnsinnig. Hier hinter mir könnt ihr nämlich auch schon die ganzen Päckchen sehen, die sind jetzt fix und fertig und bereit für den Versand. Die werde ich heute Abend auf jeden Fall auch noch wegbringen, damit die ganz schnell zu ihren neuen Besitzerinnen kommen. Und ich habe gerade schon gesagt, das letzte Shop-Update dieser Art, das ist nämlich ganz richtig, denn ich werde in Zukunft, denke ich schon immer noch, Projekttaschen machen. Vielleicht nicht nur English Paper Piecing, sondern auch ein paar gequiltete Taschen, das mache ich ja auch ganz gerne. Und ich überlege auch, das Portfolio von Art van Draat Produkten ein bisschen auszuweiten und zu verändern, aber das werdet ihr dann sicherlich nächstes Jahr sehen, was ich da so geplant habe. Aber ich denke, ich werde von diesem Modell weggehen, dass ich euch immer informiere, sobald ein großes Shop-Update ansteht und habe mich jetzt dazu entschlossen, immer wenn ich ein paar Taschen fertig habe, die in den Shop zu stellen. Und dann könnt ihr immer mal wieder reinschauen und gucken, ob was da ist oder eben nicht. Das nimmt mir so ein bisschen Druck, immer an einem bestimmten Tag immer alles sofort perfekt zu haben. Und ich kann das so ein bisschen in die Länge ziehen. Ich denke, das passt mir im Moment mit meinem Workflow, mit meiner Arbeitsweise etwas besser als diese großen Shop-Updates, wo dann immer so eine riesen Menge an Arbeit auf mich zukommt, wo dann immer gleich alles zur gleichen Zeit online geht und so ist. Passt im Moment für mich gerade nicht so gut, deswegen wollte ich das gerne umstellen und euch hiermit sozusagen in Kenntnis setzen, dass, falls ihr mir bei Instagram folgt, da werde ich die Taschen dann auf jeden Fall immer online stellen und wenn die da sind, dann sind die meistens auch schon im Shop. Ja,
Das wollte ich nur einmal sagen. Also ein ganz, 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 ganz großes und warmes Dankeschön, eine große Umarmung, wenn ich könnte, an all die lieben Menschen da draußen, die mir immer liebe Kommentare schreiben, die mich mental unterstützen und ja, einfach großzügig sind mit ihrer Freundlichkeit. Das findet man nicht oft in dieser Welt und in der Realität schon gar nicht, jedenfalls in meiner Realität nicht so häufig. Von daher, Dankeschön. So, Freunde. Heute steht noch lecker kochen an, wie immer in einem, ja, Sarah van Draat Vlog. Ich meine, ich koche ja immer mit euch. Manchmal koche ich vor Wut, aber das kriegt ihr nicht zu sehen. Nein, so schlimm ist es auch nicht. Aber das werden wir heute auf jeden Fall noch machen. Hendrik hat nämlich diese Woche leckere Gerichte ausgesucht und er hat sich gefüllte Paprika gewünscht. Und dann kriegt er jetzt heute auch gefüllte Paprika. Ich bin nämlich mal wieder mit Kochen dran und nehme euch da gleich wieder so ein Stück mit. Ich habe in der Zwischenzeit natürlich auch meinen Garn-Adventskalender weiter geöffnet und bin immer noch super happy. Ich glaube, ich habe euch die ersten 4 Stränge gezeigt. Die hattet ihr ja auch schon gesehen im letzten Vlog. Also quasi der Vlog, der heute online kommt, der für euch aber schon 4 Tage in der Vergangenheit liegt. Uiuiui, ich sollte damit aufhören. Das wird eigentlich ja schwindelig. Die hier kennt ihr schon. Und dann ging es so wunderbar weiter mit diesen Schätzchen. Und am Nikolaustag gab es noch einen richtig süßen Plätzchenausstecher dazu. Und zwar hier diesen süßen kleinen Handschuh. Da könnte man durchaus mit Zuckerguss in verschiedenen Farben schönes Fährei-Muster draufmalen, wenn man die Zeit hat und die Geduld. Ja, aber fand ich sehr niedlich. Habe ich mich sehr gefreut. Und wir bewegen uns jetzt langsam weg von dem Salbei- und Cremeton hin zu, ja, so Karamell-Kaffee-Latte-mäßig mit ein bisschen Lila drin. Super, super schön. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht, wie immer. Und ich habe natürlich auch alle eure Kommentare gelesen, als ich euch gefragt habe, was bei euch so Weihnachtsstimmung macht. Und habe mich natürlich sehr gefreut, dass meine Vlogs inzwischen auch zu dieser vorweihnachtlichen Stimmung beitragen. Das ist einfach toll. Und ihr habt aber auch geschrieben, so wie ich das auch schon so ein bisschen in dem ersten Video deutlich gemacht hatte, dass das Weihnachtsgefühl früher durch ganz unterschiedliche Sachen gekommen ist. Sei es Lieder singen, sei es basteln, sei es backen, sei es einen Spaziergang machen oder der Mandelduft, der vom Weihnachtsmarkt rüberweht. Also ganz, ganz wunderbare Erinnerungen. Und ich dachte mir, irgendwie möchte ich das auch machen. Also ich werde euch jetzt nichts vorsehen, keine Sorge. Also davon seid ihr verschont. Aber ich dachte mir, ich bastel mal wieder was. Und ich habe so wunderschöne Figuren gefunden. Bei mir im Ort gibt es die sogenannte Krumme Straße. Und da sind ganz viele kleine Independent-Shops. Und da ist auch ein Laden, der Papeterie macht. Und dort habe ich eben diese wunderschönen Bastelanleitungen gefunden. Einmal die Eule und das Rotkehlchen. Und das Rotkehlchen passt natürlich jetzt perfekt zu der Jahreszeit. Aber ich fand auch die Eule so wunderschön. Und die beiden möchte ich gerne noch basteln. Das sind nämlich richtig schöne Bastelbögen für Erwachsene, aber auch so, ich denke, so für Kinder begleitet. Hier steht jetzt kein... Doch, hier steht ein Alter ab 12 Jahren. Aber ich denke, dass ambitionierte, bastelnde Kinder das auf jeden Fall mit Hilfe der Eltern oder Großeltern auch hinbekommen. Und das sind eben so wunderschöne Bögen. Habe ich alles selber gekauft. Ist nicht gesponsert oder so. Und hier ist eben die Anleitung drin. Und es gibt auch noch so ein Faktenblatt zu dem Rotkehlchen und zu der Eule. Also wie groß sie sind, wie schwer, wie viele Eier sie legen, wie die Federn sich so verändern, wie sie in jungen Jahren aussehen und wie sie im Erwachsenenalter aussehen. Und so ganz viele verschiedene Facts zu diesen Vögeln. Hier hinten könnt ihr es auch schon einmal sehen. Hier gibt es dann eben die Bögen, die man dann
wo die einzelnen Teile ausgestanzt sind und man muss sie eben nur noch so rausbrechen. Und alles, was man dann noch dazu braucht, ist eigentlich nur ein bisschen Bastelkleber und Zahnstocher. Und dann kann man diese wunderbaren Figuren auch schon basteln. Da so viele von euch das Bastelthema erwähnt haben, bastel ich heute ein bisschen mit euch. Ja, nehmt euch so ein bisschen mit auf das Abenteuer Vögel basteln. Ich hoffe, ich stelle mich nicht zu dusselig an, aber die sind einfach so schön und ich dachte, das muss ich unbedingt mit euch teilen. Vielleicht habt ihr ja Glück. Ich habe versucht, die online für euch zu finden. Es gibt einen Online-Shop, wo man die, glaube ich, bestellen kann. Da sind sie allerdings deutlich teurer, als ich jetzt im Laden bezahlt habe. Aber vielleicht habt ihr ja in der Nähe auch so einen Papeterieladen, der diesen Hersteller führt und vielleicht könnt ihr da mal schauen. Denn der Hersteller hat nicht nur Rotkehlchen und sag mal schnell, und die Eule, sondern auch ein Specht, glaube ich, ein Eisvogel, eine Kohlmeise, ich glaube sogar auch ein Fisch und, wenn ich mich richtig erinnere, sogar Mr. Krabs oder so. Irgendwie erinnere ich mich da dunkel dran. Aber meine Lieben, macht's euch bequem. Ich hoffe, ihr habt was Schönes zu trinken dabei. Ich hoffe, ihr habt euer Handarbeitszeug dabei. Und dann machen wir es uns jetzt erstmal noch mit ein ganz wenig Tageslicht und ein bisschen Puderzucker auf den Hecken und Bäumen gemütlich und basteln ein Rotkehlchen. Und vielleicht schaffen wir auch noch die Eule. Na, ist das kleine Kerlchen nicht süß geworden? Also ich muss zugeben, das war an manchen Stellen schon ein bisschen haarig klebrig. Aber ich finde, mit so einem ganz klein bisschen feinmotorischen Geschick ist das auf jeden Fall machbar. Und das ist wirklich herzallerliebst. Er steht nicht so wirklich, wie er soll. Ist natürlich schade, dass das Vögelchen jetzt hier nicht so schön steht. Aber vielleicht kriege ich da ja noch was hingebogen, dass der kleine Kerl dann ja auch richtig schön nachher irgendwo in der Gegend rumsteht. Aber ich finde es sehr, sehr süß. Ist wirklich was ganz Niedliches, Filigranes und hat jetzt auch wirklich nicht lange gedauert. Ich schätze mal so ein halbes Stündchen.
Und dann kann man so einen kleinen Piepmatt, so ein kleines Rotkehlchen für sich selber für zu Hause basteln. Ich werde ihn jetzt mal noch da oben hinsetzen, dass der Kleber noch so ein bisschen stärker anziehen kann und dann nachher auch nichts mehr verrutscht. Und dann schauen wir mal, wo wir das kleine Rotkehlchen hinstellen können. So, meine Lieben, und jetzt ist es auch schon gleich 16:30. Das bedeutet, Abendbrot machen. Bei uns gibt es heute, wie gesagt, gefüllte Paprikaschoten aus dem Ofen. So soll das Ganze mal aussehen. Hat Hendrik sich ausgesucht. Dann werden wir das jetzt mal anfangen und ich denke, nachher zusammen mit Hendrik fertig machen. Los geht's. Meine Lieben, es ist jetzt schon wieder ein bisschen Zeit vergangen und ich habe inzwischen die Päckchen auf den Weg gebracht und in der Zwischenzeit sind die gefüllten Paprikaschoten schon fertig. Jetzt warten wir gerade noch darauf, dass der Reis endlich fertig ist. Und in der Zwischenzeit dachte ich, ich zeige euch noch mal ein paar Bücher, weil ich von euch ganz, ganz oft gebeten werde, noch mal ein paar Buchvorschläge zu machen. Und ich habe so eine ganz kleine Auswahl querbeet. Eine weitere Leidenschaft von mir ist ja nun mal das Bücherlesen und Sammeln. Und ja, da hat sich ein bisschen was kumuliert, würde ich fast sagen. Und das schauen wir uns doch mal zusammen an. Thematisch geht das alles so ein bisschen querbeet von Frauenliteratur zu Flüchtlingsgeschichten, aber auch so ein bisschen Hippie-Reisen und aber auch ein paar magische Bücher. Ist alles dabei. Und ich dachte mir, ich fange mal einfach an, weil es einfach noch ganz aktuell ist. Und in einem von meinen letzten Vlogs habe ich ja auch schon über dieses Buch gesprochen, und zwar über Winterblütenmagie. Das ist nämlich ein magischer Adventskalender, beziehungsweise geht es hier um Tilly und Cedric. Cedric ist ein junger Mann, der sich sehr für Fabelwesen interessiert, und seine Mitbewohnerin Tilly glaubt so überhaupt gar nicht daran. Und eines Tages kommt es eben, dass Cedric Tilly einen Adventskalender schenkt, hinter dem Fabelwesen stecken. Und ja, im Prinzip jeden Tag entdeckt sie ein neues Fabelwesen live und in Farbe, in Fleisch und Blut. Und da spannt sich natürlich auch ein bisschen ein Spannungsbogen auf. Tilly und Cedric werden dann zur Helden der Fabelwelt.
und sollen da einen Bösewicht im Zaum halten, so ungefähr. Aber mehr will ich gar nicht erzählen, sonst habe ich euch schon fast die ganze Geschichte erzählt. Upsi. Aber jedenfalls ist es ganz schön, jeden Abend so eine kleine Geschichte im Prinzip zu lesen, immer wieder ein neues Fabelwesen kennenzulernen. Das schafft man auch kurz vorm Einschlafen ganz gut. Das sind immer so, ich glaube, 10 bis 12 Seiten für eine kleine Geschichte zu einem Fabelwesen. Und ja, es ist ganz nett geschrieben. Es ist was wirklich zum Runterkommen, zum Entspannen. Aber es ist halt auch so ein bisschen magisch und fantastisch. Und für Leute, die das mögen, ist dieses Buch auf jeden Fall was ganz Schönes. Man hat jeden Tag so eine kleine Geschichte, auf die man sich freuen kann. Und das ist also Winterblütenmagie, der zauberhafte Adventskalender. Sieht so aus. Dann bleiben wir am besten gleich nochmal bei dem Thema Magie. Und dann habe ich hier von Robert Dinsdale die kleinen Wunder von Mayfair. Mayfair ist ja ein Stadtteil in London und dort gibt es einen Spielwarenladen. Und dieser Spielwarenladen ist auch fantastisch, magisch, wundervoll. Dort gibt es einen alteingesessenen Spielzeugmacher, der dem Spielzeug Leben einhaucht. Und man kann sich die Atmosphäre so ein bisschen wie aus dem Charles Dickens Roman vorstellen. Es ist sehr düster, sehr dunkel, kalt, winkelige Gassen, ganz alte Fachwerkhäuser. Und dieser Laden in Mayfair, der ist von außen ziemlich klein und unscheinbar. Und wenn man reinkommt, ist man wie in so einer Mary Poppins Tasche, nur im Hausformat, und man entdeckt immer wieder neue Räume. Und da kommt eine junge Frau hin, die in Nöten ist und begegnet dort den beiden Söhnen des Inhabers. Und die Söhne wollen natürlich jeweils den Laden irgendwann mal übernehmen und üben sich darin, fantastische und magische Spielzeuge herzustellen. Und ja, irgendwann geht es dann sicherlich auch um die Dreiecksbeziehungen der drei, also der jungen Frau und den beiden jungen Männern. Soweit bin ich aber noch nicht gekommen. Hab im Urlaub mal nur so ein ganz bisschen angefangen zu lesen. Hier ist auch noch aus Holland tatsächlich öffentliche Verkehrsmittel. Achso, da sind wir in Amsterdam gewesen, als ich mal bei Steven und Penelope war. Da habe ich mir hier so eine Tageskarte geholt und ist halt ein super Lesezeichen. Apropos Lesezeichen, hin und wieder nehme ich aber auch mal was ganz Schönes als Lesezeichen her und ich habe mir extra was bei Etsy bestellt. Habe ich alles selber gekauft, ist jetzt aber so ein bisschen kleine Produktvorstellung an dieser Stelle. Und zwar ist das von Milk Tea Dunny. Da habe ich mir dieses wunderschöne Lesezeichen gekauft, das aussieht wie so eine Tarotkarte. Auf der einen Seite ist die Sonne und auf der anderen Seite ist der Mond. Ich fand das wunderschön. Das hat sie per Hand gemalt. Hier ist nochmal eine kleine Karte von ihr. Die gab es dazu mit einer kleinen Notiz. Also Milk Tea Dunny findet ihr auch bei Instagram. Die hat wirklich ganz, ganz wunderschöne Sachen. Und ja, dieses Lesezeichen musste mit und kann ja dann irgendwann mal ausgetauscht werden mit der Straßenbahnkarte aus Amsterdam. Als letztes habe ich noch eine kleine süße Geschichte, die auch ein bisschen fantastisch daherkommt. Und zwar ist das von Lars Simon, das Antiquariat der Träume. Und in diesem Buch geht es eben darum, dass ein Mann seine Frau verliert, auf rätselhafte Weise, und dann einen Buchladen eröffnet. Und in diesem Buchladen werden dann seine ganzen Helden lebendig, ob Pippi Langstrumpf, William von Baskerville oder Sherlock Holmes. Und sie versuchen ihm ihre Lebensweisheiten aufzudrücken, damit er im Leben wieder auf die Spur kommt. Er versinkt aber auch immer wieder in der Vergangenheit und sie versuchen ihn dann so ein bisschen wieder fit zu machen. Und ja, was genau hier der Konflikt ist, kann ich noch gar nicht so genau sagen. Es geht halt um einen Buchhändler, dessen Helden lebendig werden und ihm versuchen, aus einer großen Lebenskrise rauszuhelfen. Ja, das Antiquariat der Träume ist also auch wieder eine schöne, wahrscheinlich romantische Geschichte, könnte ich mir vorstellen, die auch so ein bisschen was Magisches hat. Dann habe ich noch drei Bücher, die so ein bisschen, auch in so ein bisschen Richtung Selbstverwirklichung gehen, was Frauen angeht, starke Frauencharaktere. Und da habe ich ein Buch von Carrie Andrews, Frauen, die wandern, sind nicht allein. Unterwegs mit berühmten Denkerinnen von Anais Nin bis Virginia Woolf. So sieht das Buch aus.
In einer von Männern bestimmten Welt wurden Frauen traditionell andere Rollen als die der Denkerin und Wanderin zugebilligt. Unterwegs zu sein war für sie daher ein Akt von Selbstbefreiung. Und dann nimmt uns die Autorin also so ein bisschen mit auf die Reise von Dorothy Woodward. Wir sind im Künstlerviertel Bloomsbury mit Cheryl Strayed und so weiter und so fort. Oder wir gehen den Pacific Crest Trail zusammen mit einer anderen Protagonistin. Und was diese Frauen so gedacht haben, während sie gewandert sind und wofür sie dann eben auch berühmt geworden sind, das kann man hier eben nochmal nachlesen. Und ich denke, solche Geschichten werden niemals alt. Besonders dann, wenn man ja immer noch irgendwie im Patriarchat lebt und die Frauen ja auch, oder junge Frauen auch, oder das weibliche Bild immer noch vom Patriarchat bestimmt wird. Obwohl wir angeblich ja schon gleichberechtigt sind, was auch immer das bedeutet. Aber hier kann man eben noch mal so ein bisschen mit philosophieren mit den Frauen in ihrer Zeit und was sie in ihrer Zeit als Frauen schon alles bewegt haben, trotz Patriarchat. Also, die Frauen, die wandern, sind nie alleine. Und last but not least habe ich noch ein Buch von Paulo Coelho natürlich. Ich mag diesen Autor einfach unheimlich gerne. So wie er schreibt, so wie er Geschichten erzählt, das ist einfach ganz, ganz toll. Und zwar habe ich hier das Buch Hippie, eine inspirierende Reise nach Kathmandu. Und er erzählt im Prinzip von der Geschichte, die er selbst erlebt hat, mit seinen Freunden, die er natürlich aus Datenschutzgründen ein bisschen verändert hat in ihrer Geschichte, in ihrem Wesen, wie er mit seiner damaligen Freundin in diesem ja, VW-Bulli von Amsterdam bis nach Kathmandu gefahren ist und was er auf dem Weg erlebt hat und welche Menschen er getroffen hat und welche Lebensgeschichten da auf ihn eingeprallt sind und was er da so alles erlebt, das ist einfach... Es ist wirklich sehr interessant, sagen wir es mal so. Meine Lieben, ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Es ist ja auch immer so ein ganz persönlicher Geschmack, welche Geschichten einen ansprechen und was man so lesen möchte. Vielleicht ist ja das ein oder andere interessant gewesen. Für mich geht es jetzt erstmal wieder in die Küche, denn das Essen ist fertig. Das Abendbrot ist vertilgt. Ich habe heute nur eine kleine Portion gegessen. Ich habe heute Mittag schon den Rest von gestern noch vertilgt und morgen gibt es dann nochmal eine volle Portion gefüllte Paprika für uns. Lecker, lecker. Das ist auch ganz gut, dass wir für morgen schon was haben, weil morgen ist Freitag und morgen fahren wir endlich nach München. Wir fahren mit dem Zug und ja, sind dann irgendwann irgendwie abends um 9:30 dann in der Stadt. Und am Tag darauf gehe ich dann endlich mal zur Mercerie. Ich freue mich schon sehr. Ich habe ein, zwei kleine Sachen auf meiner Wunschliste, die ich mir da vielleicht gern erstehen möchte. Aber das kann ich euch ja dann auch im nächsten Vlog zeigen, am Donnerstag. Mal gucken, wie weit ich euch dann mitnehmen kann. Wohin ich euch auf jeden Fall mitnehmen kann, ist meine Couch. Um euch nochmal zu zeigen, wie weit ich mit meinem Ranunculus bin. Und dann ist unser... ja, ganz gewöhnlicher Donnerstagabend auch schon fast vorbei. Meine Lieben, ich würde sagen, wir hauen uns auf die Couch. Hendrik ist auch gleich fertig in der Küche. Der hat nämlich heute Küchendienst. Wenn ich koche, dann muss er immer abwaschen. Wobei, so viel ist es ja eigentlich nicht. Ne? Die Spülmaschine, die schluckt ja auch ziemlich viel. Aber so ist das halt mit der modernen Arbeitsteilung, nicht wahr? So, dann kommt mal mit und dann kann ich euch mal zeigen, wie weit ich schon bin. Und dann machen wir es uns gleich auch noch bequem.
hier auf der Couch. Hallo. Hallo. Und hat's geschmeckt? Sehr gut. Ja, lecker. Mhm. Auf einer Skala von 1 bis 10, wie viele Punkte würdest du mir geben? 10. Das musste er jetzt auch sagen, er hat ja auch Zeugen. Naja, gut, meine Lieben, ich zeige euch mal, wie weit ich mit dem Ranunculus bin. Und schaut mal, wie weit ich bin. Ihr werdet euch bestimmt wundern, wenn ihr das jetzt gleich sehen werdet. Ich bin nämlich immer noch am ersten Ärmel, bin noch nicht viel weiter gekommen. Hier ist immer noch gar nichts los, weil ich hier unten tatsächlich das Bündchen nochmal neu aufgemacht hatte. Ich habe das mal anprobiert mit diesem Split-Hem, das hatte ich ja auch schon fertig gestrickt, aber das hat mir leider überhaupt gar nicht gefallen. Also habe ich kurzerhand wieder alles aufgemacht und ja, nochmal neu gestrickt, ne? Man gönnt sich ja sonst nichts, aber es soll ja nachher auch bequem sein und schön aussehen und sich gut anfühlen. Ja, und das ist aktuell der Stand. Ich meine, so ein Ärmel ist ja auch relativ schnell gestrickt. Der kommt morgen auf jeden Fall mit auf große Fahrt und mein Sophie Scarf wird auf jeden Fall auch mitkommen. Ja, aber das ist jetzt erstmal so der Stand zum Ranunculus. Ich habe natürlich jetzt auch noch hier genug Garn. Das kommt dann morgen auch noch alles in irgendeine Projekttasche, die ich hoffentlich finde. Die sind ja alle voll. Ihr habt ja in den vorherigen Videos schon meine ganzen Works in Progress gesehen, aber ich will auch ein Sockenprojekt mitnehmen. Das liegt hier schon alles parat, dass alles mitkommt. Und wenn ich dann mit dem einen oder anderen fertig sein sollte, weil so eine Zugfahrt nach München, die dauert ja auch ein paar Stunden, dann werde ich auf jeden Fall hier an diesen Wips weiterarbeiten und an den Socken, an den Rhinebeck Roomies. Die sind einfach so schön und die gehören jetzt mal fertig. Soweit, so gut, meine Lieben. Das war also heute unser ganz gemütlicher, ganz alltäglicher Donnerstag. Für euch ist ja heute schon der dritte Advent. Ich hoffe sehr, dass ihr ein tolles Wochenende hattet, dass ihr vielleicht auch Gelegenheit hattet, mal über den Weihnachtsmarkt zu schlendern oder vielleicht auch mal einen Glühwein zu trinken. Ja, hoffentlich macht ihr lauter schöne Sachen in der Vorweihnachtszeit oder einfach Sachen, die euch gut tun, wie zum Beispiel Stricken. Das werde ich jetzt auf jeden Fall noch weitermachen. Und wir sehen uns dann am Donnerstag wieder mit einem neuen Video. Vielleicht ja aus München, vielleicht aus der Mercerie. Ich muss mal schauen, wie ich das alles so auf die Reihe kriege. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche, einen guten Start in die neue Woche. Und bis Donnerstag. Tschüss!